Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Präsident. Es macht einen eigentlich fassungslos, aber das Undenkbare ist tatsächlich eingetreten. Im Dezember 2023 stehen wir hier und sprechen über das Thema Corona. Und ich glaube, viele Menschen in diesem Land hätten das für unmöglich gehalten, weil sie es auch nicht nachvollziehen können, wie die Politiker, die das machen, dass sie anscheinend nichts gelernt haben aus den 3 Jahren, nichts verstanden haben und auch nichts aufarbeiten wollen. Und darum geht es heute. Bitte hören Sie erst mal zu, bevor Sie hier wieder Ihre Vorurteile haben, Herr Kosmehl. Hören Sie doch bitte einmal zu. Hören Sie doch bitte, haben Sie doch einfach mal Respekt, Herr Kosmehl von der FDP, und hören Sie einfach mal zu. Diese Frage habe ich mir auch gestellt und heute kann ich Sie beantworten. Warte nur mal ganz kurz, mal präventiv, nicht, dass mich das hier überrascht, aber wir sind doch jetzt schon in fast eine Stunde Zeitverzug. Wir sollten uns alle bemühen, diese aktuelle Debatte einigermaßen im Rahmen durchzubekommen, und das bedeutet, dass wir uns erstmal gegenseitig zuhören. Danke, Herr Siegmund, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Viele Menschen in diesem Land fragen sich, wie es möglich ist, dass nach 3 Jahren schon wieder die Corona-Sau durchs Dorf getrieben wird. Und die Antwort darauf liegt jetzt auf dem Tisch, und darum geht es heute in unserer aktuellen Debatte. Und diese Antwort hat auch zu einem Teil der Ministerpräsident dieses Landes, Dr. Rainer Haseloff, gegeben. Er hat nämlich vor kurzem an einer Talkshow teilgenommen, Anne Will, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Viele werden diese Sendung kennen. Und da lieferte er einen ersten Teil der Antwort auf diese wichtige Frage. Er skizzierte nämlich, wie wichtig es ist, dass dieses Land Wege findet, um die aktuelle verfassungswidrige Schuldenpolitik irgendwie doch weiter möglich machen zu können, und zwar auf Länderebene und auf Bundesebene. Und hier skizzierte er als ein Beispiel heran, dass man die geopolitischen Konflikte heranziehen könne, zum Beispiel in der Ukraine oder am Nahen Osten, um das dann als Argument für eine Notlage zu rechtfertigen, um dann wieder künstlich Schulden aufzunehmen und die eigenen Gesetze brechen zu können. Das war das Ziel des Ministerpräsidenten, ganz unverblümt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu sehen. Und gestatten Sie mir einen kurzen Einschub, meine sehr geehrten Damen und Herren. Hier hat er einen wahnsinnig interessanten Satz gesagt. Ich zitiere den Ministerpräsidenten CDU, Dr. Rainer Haseloff. Zitat: Wir müssen riesige Summen, also wir Deutschen müssen riesige Summen zur Liquiditätssicherung dieses Staates, also der Ukraine, aufbringen, damit die Grenze nicht an die EU-Grenze herangezogen wird. Zitat Ende. CDU-Ministerpräsident im Dezember 2023. Und liebe Kollegen, das steht uns als Deutsche also bevor. In den nächsten Monaten und Jahren sollen wir gigantische Milliarden aufbringen, um diesen korrupten Staat nicht in der Versenkung verschwinden zu lassen, um ihn zu retten, um ihn vor dem Bankrott zu schützen. Das steht uns bevor, und da können sich alle Menschen in diesem Land schon mal anschnallen, wenn das so weitergeht mit dieser CDU-Politik, meine sehr geehrten Damen und Herren. Jetzt wird es aber viel verrückter, und jetzt komme ich gerne auch zu dem Bezug. 2 Tage später, Herr Borgwardt, hatte der Ministerpräsident nämlich einen Sinneswandel. Erst hat er als Argument für eine Notlage geopolitische Konflikte in den Fokus gerückt, und 2 Tage später hat er öffentlichkeitswirksam eine Corona-Notlage empfohlen, und zwar entgegen Ihrer Meinung von gestern beispielsweise, wegen der aktuell hohen Fallzahlen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich lache mich kaputt. Sie haben gerade gefragt, wer es auf dem Tableau geholt hat. Es war der Ministerpräsident dieses Landes, Dr. Rainer Haseloff, und zwar vor 2 Wochen. Das heißt, jetzt soll ein künstlicher Corona-Notstand hervorgerufen werden, um die Schuldenpolitik dieses Landes zu kaschieren und weiter diesen Weg in den Untergang gehen zu können. Und an diesem Zusammenhang sind 3 Fakten extrem interessant, und die möchte ich jetzt mal in den Fokus rücken. Der erste Fakt: An dem Tag, wo Dr. Rainer Haseloff eine Corona-Notlage in diesem Land empfohlen hat, hatten wir eine Titelseite auf der Zeitung, und die hieß wie folgt, Zitat: Corona mit Wucht zurück. Zufällig genau an diesem Tag, und da kann es für mich, meine sehr geehrten Damen und Herren, nur 2 Erklärungsmöglichkeiten geben. Entweder die Regierung dieses Landes macht Hand in Hand mit einigen Medienvertretern in diesem Land Politik, um die Menschen emotional auf das vorzubereiten, was sie hier durchdrücken wollen. Oder Herr Kröll und Frau Dr. Pehle, der Ministerpräsident dieses Landes richtet seine staatstragende Politik davon ab, was er frühest beim Frühstück in der Zeitung sieht. Diese beiden Möglichkeiten gibt es nur, und beides wäre ein absoluter Skandal. Es gibt aber noch einen zweiten interessanten Punkt, Frau Dr. Pehle, und zwar habe ich mal einen Faktencheck gemacht. Ich weiß, das machen Sie nicht. An dem Tag, wo Dr. Rainer Haseloff von einer Corona-Notlage sprach, aufgrund, ich zitiere, Spitzenwerten an Erkrankungen, hatten wir eine Inzidenz, das war ja Ihr Taktgeber 3 Jahre lang, von 29. Das ist ein kaum messbarer Wert, der relativ konstant über das ganze Jahr gleich war und der ungefähr 60 bis 70 Mal niedriger ist als noch vor einem Jahr. Und das ist aber der Grund für eine Notlage in diesem Land, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und als dritter Punkt, übrigens, das sieht einem eigentlich auch nochmal die Schuhe aus, möchte ja jetzt diesen Notstand, und das haben Sie ja gestern auch gemacht, rückwirkend einführen. Das heißt, wir haben jetzt im Dezember 2023 in diesem Haus beschlossen, dass wir im Juni, Juli, August 2023, als die Menschen mit einem Bier am Baggersee lagen, eine Corona
Corona-Notstand hatten. Ich lache mich tot in diesem Land. Es ist einfach nur noch peinlich. Und für mich persönlich gibt es politisch nur eine einzige Erklärung, die das rechtfertigt. Diese Regierung und dieser Ministerpräsident macht sich fit für eine große Rolle in der Ampelregierung, weil mit dieser Politik würde man zwischen Ricarda Lang und zwischen Habeck und zwischen Nancy Faeser überhaupt gar nicht mehr auffallen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und der zweite Punkt meiner Debatte, und jetzt kommt es noch mal richtig zum Thema, möchte ich einfach mal die Chance nutzen, um die wissenschaftlichen Erkenntnisse heute einmal auf den Tisch zu legen, die Sie alle hier verschweigen und die niemand in diesem Land wahrhaben will. Erstens, und das ist wirklich einfach jetzt mal die wissenschaftliche Sprache, die ja niemand hören möchte. Erstens, im Corona-Jahr 2020, als Sie Panik gemacht haben, als Sie der Meinung waren, die Krankenhäuser sind überlastet, hatten wir ein Allzeittief in der Belegung deutscher Krankenhäuser. Und das sagt nicht mehr ich, das sagt inzwischen das Bundesministerium für Gesundheit, also ein Institut, auf den hier alles fußt von den ganzen Maßnahmen. Zweitens, Maßnahmen wie Lockdowns hatten keinerlei erkennbare positive Wirkung. Ja, Frau Dr. Pehle, Sie stöhnen, Sie haben alles mit beschlossen. Keine positive Wirkung, das sagt Ihr Ministerium. Dr. Lauterbach gibt es jetzt selbst zu, keinerlei positive Auswirkung. Und ich sage eins, das, was Sie auch hier persönlich den Menschen dieses Landes völlig unwissenschaftlich angetan haben, insbesondere den Älteren und insbesondere den Kindern, werden Sie moralisch nie wieder gut machen können, meine sehr geehrten Damen und Herren. Drittens, die Gesamtsterblichkeit Schwedens, dem Vergleichland in Europa, was keine Maßnahmen hatte, keine Lockdowns, keine Maskenpflicht, lag permanent unterhalb der Sterblichkeit Deutschlands, wo das ganze Programm abgespielt wurde. Das war ja bis zuletzt, übrigens anscheinend immer noch bis heute offenbar Standpunkt. Herr Borgwardt hat es ja damals auch vertreten, die These. Und der Kohl, Faktencheck können wir gerne machen. Das sagt nämlich nicht nur ich, das sagt inzwischen die WHO, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist wirklich witzig. So, viertens, aber gerne, übrigens, das gilt für alle Behauptungen, die ich hier mache. Ich kann Ihnen gerne alle Quellen im Nachgang schriftlich zuarbeiten. Das ist überhaupt kein Problem. Auch Ihnen, Herr Kohl, ganz persönlich als Weihnachtsgeschenk direkt ins Postfach. Viertens, die Corona-Impfung hatte nahezu keinerlei Auswirkungen auf eine Weitergabe des Virus. Das heißt, wie infektiös ein jemand ist. Und da meckert jetzt Herr Striegel. Und Herr Striegel, das sagt nicht ich, das sagt inzwischen die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, die hier Sebastian Striegel offenbar gerade der Verschwörung bezichtigt, müsste man mal so festhalten. Und das bedeutet, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass sämtliche 2G- und 3G-Modelle unwissenschaftlich waren, unnötig waren und einen einzigen Zweck verfolgten, nämlich die Menschen in eine Impfung zu nötigen, nicht mehr und nicht weniger war der Hintergrund dieser Modelle. Fünftens, trotz fehlender wissenschaftlicher Kenntnisse haben Sie mit Anreizen und mit Druck und mit Ausgrenzung die Menschen eine Impfung genötigt, die wissenschaftlich nicht ausreichend erforscht war und die, wie wir im Nachhinein wissen, risikobehaftet waren, die tausende Menschen mit ihrem Leben bezahlt haben. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das sag nicht ich. Robert, das sagt nicht ich, das sagt das Paul-Ehrlich-Institut, Herr Dr. Schmidt, über 3000 direkt durch die Corona-Impfung Verstorbene. Ich werde Ihnen, dummes Zeug, Herr Dr. Schmidt, das werden wir rausschneiden. Dr. Schmidt, SPD-Landesvorsitzender, sagt, Zitat, es ist dummes Zeug, dass Menschen die Corona-Impfung mit ihrem Leben bezahlt haben. Wir werden im Nachgang den Faktencheck machen, sehr geehrter Dr. Schmidt. Das wird ein Extra-Clip. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, das heißt, schwarz auf weiß, alles hat sich bewahrheitet. Die allermeisten Verschwörungstheorien in diesem Land haben sich bewahrheitet. Die tödlichen Nebenwirkungen, die medizinischen Nebenwirkungen, die viele Menschen bis heute umtreibt, aber auch weitere damalige Verschwörungstheorien, zum Beispiel, dass mRNA-Rückstände über die Muttermilch an Säuglinge abgegeben werden, haben Sie auch als Verschwörungstheorie bezichtigt. Der MDR hat das bereits seit 2022 als wahr entlarvt. Und die Volksstimme in Magdeburg berichtete kürzlich über den Zusammenhang zwischen der Impfung und einem neuartigen Turbokrebs. Auch das ein ausführlicher Bericht in der Magdeburger Volksstimme. Und auch diesen Bericht werde ich Ihnen, Frau Siebauer-Seitelz, gerne zur Verfügung stellen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich staune ernsthaft über Ihre Unkenntnis hier in diesem Haus. Sie haben ja wirklich gar keine Ahnung, weil Sie sich überhaupt nicht damit beschäftigen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und sechstens, ich muss mal kurz zitieren, ja. Ich wurde eben von Sebastian Striegel als Verfassungsfeind bezeichnet, weil ich wissenschaftliche Erkenntnisse des Paul-Ehrlich-Instituts, der WHO und des Bundesministeriums für Gesundheit zitiere. Das möchte ich einfach nur mal am Rande festhalten. Da kann sich jeder sein eigenes Urteil erlauben. Herr Sebastian Striegel übrigens von den Grünen kann jeder eins und eins zusammenzählen. So, und der sechste Punkt, die ausbleibende Aufklärung. Die ausbleibende Aufklärung und Aufarbeitung, die FDP hier im Haus vertreten, ganz großspurig, hat im April 2022 verkündet, im Herbst 2022 werden wir alles aufgearbeitet und aufgeklärt haben. Anderthalb Jahre sind vergangen, nichts ist passiert, Sie haben nichts aufgearbeitet, Sie haben es ja nicht mal hinbekommen, in Ihrer Koalition eine Enquete-Kommission durchzusetzen. Sie haben gekuscht vor der Macht,
Sie sind völlig nutzlos, wenn es darum geht, hier die Wahrheit herbeizuführen. Hier gibt es nur eine einzige parlamentarische Kraft, das ist die Alternative für Deutschland. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme zum Schluss, indem ich skizziere, das wundert mich alles überhaupt nicht. Es gibt in diesem Land keine Aufklärung, weil Sie zugeben müssten, dass gelogen wurde, dass wissenschaftlich falsche Entscheidungen getroffen wurden und dass Sie Fehler gemacht haben. Und das ist der erste Grund, warum diese Sau wieder durchs Dorf getrieben wurde, weil Sie keine Selbstreflexion haben. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, Sie missbrauchen jetzt diese Struktur, diese Grundlage, um Ihre verfassungswidrigen Haushalte durchzuboxen. Sie versuchen, eine Win-Win-Situation herbeizuführen, um sich der Verantwortung zu entziehen und das zeitgleich, wie gesagt, für Ihre Ideologie zu zweckentfremden. Das ist der Plan dieser Regierung. Und wer das nicht möchte, der hat an jeder Wahl ohne die Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, und zwar mit der Stimme für die Alternative für Deutschland. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich habe ja nachher noch Redezeit. Deswegen möchte ich mich auf einen Aspekt konzentrieren, wo ich dann auch keine Zeit für haben werde. Der Dauerbrenner mit dem schwedischen Sonderweg. Das ist nämlich wirklich falsch. Es ist einfach so, dass in Schweden, dass es den Sonderweg gab, weiß ich. Ich bin ja oft in Schweden. Das ist überhaupt nicht lustig, die Zahl der Menschen, die dort gestorben ist. Auch im Vergleich zu anderen Ländern, die Corona-Maßnahmen hatten, einschließlich Deutschland. Aber auch besonders im Vergleich zu den Nachbarländern, die eine ähnlich geringe Bevölkerungsdichte haben, ist wirklich ein schlechtes Ergebnis für Schweden. Das ist kein Beispiel und das wurde auch wiederholt schon aufgearbeitet. Sehr geehrte Frau Richter Jörki, erstmal bedanke ich mich, dass Sie als eigentlich Einzige in der Fraktion Anstand und Höflichkeit haben. Das ist wirklich selten bei Ihnen. Im Gegensatz zu Dr. Schmidt und Frau Dr. Pehle ist das wirklich mal einfach mal erwähnenswert. Da möchte ich mich mal kurz bedanken bei Ihnen. Inhaltlich. Schweden, das wird ja mal kolportiert, ist ja so dünn besiedelt und deswegen ist es alles nicht vergleichbar. Dabei wird ein ganz wesentlicher Fakt völlig unterschlagen, nämlich, dass sich 80% der schwedischen Bevölkerung in den südlichen Ballungszentren konzentrieren und deswegen die Bevölkerungsstruktur absolut vergleichbar ist und absolut übertragbar ist. Und rückwirkend ist der einzige statistische Ausreißer zum Anfang dieser Zeit in den Alten- und Pflegeheimen zu verzeichnen. Und in diesem Zusammenhang freue ich mich noch, einen weiteren Fakt hier kundzutun, nämlich, dass das Durchschnittsalter der an oder mit Corona Verstorbenen bei 83 Jahren lag, möchte ich mal so stehen lassen, und das ist ungefähr ein Jahr älter sogar noch als die nicht an oder mit Corona Verstorbenen, und deswegen ist das ziemlich schwer vergleichbar und deswegen mache ich es mir mal einfach, es war nicht so oft, dass ich das gemacht habe in letzter Zeit, deswegen berufe ich mich einfach mal auf die Statistiken der WHO, Frau Richter Arioki, die genau das im Rückblick sogar sagen, und wenn Sie das jetzt anzweifeln, also dann muss ich wirklich hier einiges in Frage stellen, Frau Richter Arioki. Angeblich 3000 Tote durch Impfung festgestellt durch das Paul-Ehrlich-Institut. Das ist nun ganz leicht nachzulesen, dass Sie lügen, Herr Siegmund. Das Paul-Ehrlich-Institut hat mitgeteilt, dass es 340.000 Verdachtsmeldungen gab. Das bedeutet, Leute, die der Meinung waren, durch die Impfung sei Ihnen oder jemand anders ein Schaden entstanden, und das dem Paul-Ehrlich-Institut gemeldet haben. Jemand teilt mit, dass er etwas glaubt und es hat wirklich stattgefunden, gibt es einen Unterschied. Dazu sind Sie intellektuell in der Lage, diesen Unterschied zu verstehen. In 1% der Fälle, 0,89 genau, hat das Paul-Ehrlich-Institut festgestellt, dieser Verdachtsmeldung ist derjenige, der von der Verdachtsmeldung betroffen war, auch tatsächlich gestorben. Das bedeutet nicht, dass der an der Corona-Impfung gestorben ist. Das bedeutet, dass der Verdachtsgemeldete, der glaubte, er habe einen Impfschaden, gestorben ist. Das hat das Paul-Ehrlich-Institut mitgeteilt. Das ist ein Unterschied. Das ist der Unterschied zwischen demjenigen, der meint, von etwas betroffen zu sein, und der tatsächlich durch eine ärztliche oder wissenschaftliche Feststellung belegen kann, dass er von etwas betroffen ist. Da Sie einen Schulabschluss in diesem Land erreicht haben, bin ich mir sicher, es ist keine Verschwörungstheorie, wenn ich annehme, dass Sie diesen Unterschied begreifen. Wenn das aber so ist, haben Sie in diesem Haus heute hier bewusst gelogen. Sehr geehrter Herr Dr. Schmidt, erstmal stelle ich fest, dass ich mich auf den statistischen Auswertungsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts bezogen habe, so wie auch. Es waren übrigens 0,98%. Und ich sage mal, genau diese Art und Weise, wie Sie diese Verdachtsfälle versuchen zu verdrehen und damit aus dem öffentlichen Diskurs in einen bewussten Verdachtsfall zu lenken, das spricht Bände. Und das ist auch ein Hauptgrund, warum so wenig in diesem Bereich A überhaupt gemeldet wird, B überhaupt erforscht wird, C sich überhaupt Ärzte trauen, diese Fälle zu melden, und D mit aller großer Wahrscheinlichkeit laut Meinung vieler Wissenschaftler, das alles sowieso nur die Spitze des Eisberges ist. Das möchte ich jetzt mal ganz klar festhalten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und der zweite Zusammenhang,
Die statistische Auswertung des Paul-Ehrlich-Instituts, die ich übrigens jetzt, wo ich mich nicht korrigieren werde, wo ich das genau so beziehe, wie ich es gerade gesagt habe, auf die eine Seite lege. Die andere Seite ist das, was jeder Mensch in diesem Land, in seinem persönlichen Umfeld in den letzten 2 Jahren erlebt hat. Wie oft hat jemand plötzlich und unerwartet, das möchte ich einfach nur mal hier so in den Raum stellen, wie viele, übrigens Folgeschäden sind bis heute nicht aufgearbeitet, wie viele Menschen fühlen sich bei den Ärzten nicht ernst genommen? Und das resultiert einzig und allein aus dem Umgang mit diesen Fällen durch politischen Einfluss, genau wie Sie ihn gerade, Herr Dr. Schmidt, hier in diesem Haus vorgelebt haben, meine sehr geehrten Damen und Herren.